Du Affe. Ich bin ein Sohn. Du P. Geh schlafen, du P. Ich dein Leben, du Abzocker. Guck mal, du P. Einer Schmoll hätte bekommen müssen. Macht mir doch nichts bei dir, weil du nicht behindert bist, aber weil du halt Nachteile hast. Du P. Du P. Was mischst du zwergisch ein, wenn ich Monster wähne? Was mischst du ein, du P. Du undankbarer Sch. Mit deinem undankbarer Sch. Oh mein Gott, ein undankbarer Schwanz bist du. Guck mal, du Gartenzwerg. In der Welt, wo ich groß geworden bin, du denkst, weil du aus Essen kommst, bist du auch ein Tamgangster. Nein, bist du nicht. Du bist einfach nur aus Essen, sonst gar nichts. Und du platzt hier auf mich, ich platz bald auf dich und geh mich auf den Sack. Na gut, du bist eine Fotze. Ein Dieb und ein Fitnermacher. Und das war schon immer, das weiß die ganze Rap-Szene und sonst gar nichts. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Was geht ab, Leute? Die Junkie hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Denn es gab wieder eine gottlose Eskalation. Diesmal zwischen Sektplus-Chef Matthias Clemens und auf der anderen Seite Roos. Und ich würde mal sagen, wir gönnen uns das Ganze auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go. Guck mal, jetzt zeig ich euch wirklich mal die Wahrheit, du Mäus. Ich bin der alte Aufklärer. Ich bin der Meinung, noch niemand hat Menschen in Livestreams auf YouTube so gerichtet wie ich oder weiß so viel und denkt so schlau um Ecken. Alle auf YouTube reden zwar groß, viele sagen auch, ich komme nicht zurück, aber wenn ich zurück bin, werden eh wieder alle meine Eier lecken. Und ich sage jetzt euch mal die einzig wahre Wahrheit über Mäus, weil da wird gerade so viel über Mäus geredet und rumhantiert. Das ist totaler Bullshit teilweise und irgendwie, was heißt Bullshit? Das stimmt schon alles. Die kritisieren den alle und ich gebe allen Recht, die den kritisieren so. Und ich erkläre euch jetzt aber auch ganz kurz, wieso er bewiesen im Unrecht ist so. Wieso sich alle unnötig aufregen und wieso das ganze Thema jetzt hier mit 3 Minuten zugemacht werden kann. Guck mal, ich sag's euch ganz genau, ne? Ich habe Mois kennengelernt, weil ich der Erste war, der ihm Geld in die Hand gegeben hat aus der ganzen Eiweiß-Bodybuilding-YouTube-Szene. Ich war der Erste, der ihm Geld in die Hand gegeben hat und einen Auftritt geboten hat. Und der Kontakt kam dann durch Fahrrad zustande. Also Fahrrad hat auch mitgeholfen. Das war original so, der Mois war in Wien, der war da am Rumhampeln auf YouTube, hat die Rapper geärgert. Der Fahrrad und der Kolle waren cool mit ihm. Ich glaube, ein Kollege hat ihn auch Mois getauft. Also der Name Mois kommt ja von Kollegen. Roos hat damals übelsten Film auf mich geschoben bei der Expo, was ich mir nicht habe gefallen lassen, wollte irgendwie, hat mir irgend so einen Spruch gedrückt für, boah, pro unter 5.000 Euro mache ich gar kein Interview, so als wäre Roos der Gott der Götter, total ekelhaft, wir haben uns voll verkracht, ich habe den am Telefon auch beschimpft und so, ist einfach ein Fakt, brauchen Roos jetzt auch nicht abzustreiten, so, ist einfach ein Fakt, da bin ich ausgerastet, so, weil die Art, wir waren eigentlich Freunde, war total läppisch, der hat alles auf Toxic geschoben, sagt, Toxic ist so ein Deutscher, ich bin auch Deutscher, und der Toxic hat das formuliert, diese E-Mail, kann sein, kann auch nicht sein, aber Chalas, wir lassen das so stehen und für Roos sein Gesicht, Toxic war das, okay? Dann aber musste ich jemand anderen suchen und hab Mois gefunden. Mois dafür, für Roos Job geholt. Wo Roos nachher sauer war, weil ich mit Roos nachher übertragen habe, ich erzähl's nur zur Authentizität der Geschichte, dass es stimmt. Wo ich mit Roos nachher übertragen habe, habe ich beide eingestellt. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Leute. Jetzt kommt der wichtige Wendungspunkt auch da, wieso ich das sage. Nach der FIBO, als das erste Mal Kontakt hatten in Deutschland, hat der Mois mir gesagt, guck mal Matthias, wir müssen die alle ficken. Nee, Quatsch, der hat dann von der Expo für mich Interviews gemacht. Ich habe ihm damals Schwarzgeld auf die Hand gegeben, so von meinem Privatkonto überwiesen. Das heißt, weißes Geld von mir, aber quasi, nee, das war also quasi versteuertes Geld, also Schwarzgeld für ihn in dem Moment, für mich versteuertes Geld. Da war er cool mit so. War schon ein bisschen krank, ich bin auch echt ein bisschen krank geworden. Dann habe ich ihn mit ihm nochmal in Deutschland gechillt und dann meinte er so, ey Matthias, du bist voll korrekt. Wir waren echt sehr, sehr gut befreundet, so aus meiner Weltsicht. Da meinte er uns, lass uns alle ficken, diese ganzen Rapper, die sind alle Spastis und so. Wir müssen die alle ausnutzen, das sind voll die Hurensöhne und die ganzen Rapper sind voll die Fotzen. Jeder Rapper ist eine Fotze und jeder rappt ist sowieso eine Hure, bla bla bla. Aber lass uns die ausnutzen, du bist zu gutmütig, lass dich von denen allen ausnutzen. Okay, ich will es kürzer machen. Später hat er aber auch mal zum Zeitpunkt, wo ich mit Farid ein bisschen Meinungsverschiedenheit hatte, hat auch über Farid sehr schlecht geredet, obwohl Farid ihn ja quasi zu Sektplus gebracht hat. Im Auto fragte ich ihn dann, guck mal Mois, wie kann ich dir denn vertrauen, wenn du über jeden Rapper schlecht sprichst und jeden Rapper fixt und jeden ficken willst und mit mir jetzt quasi Leute ficken willst, aber ich will ja gar keine Leute ficken. Also meine Freunde will ich ja gar nicht ficken, ich will im Internet Feinde ficken. Dann meint er, du kannst mir vertrauen, weil du bist der Einzige, der mir die Hand gereicht hat und mich aus Wien rausgeholt hat, mir Geld gegeben hat und mich auf die große Bühne gestellt hat und ich habe auch viele Follower dadurch gewonnen. Der war so voll bodenständig, okay? Hat man ja gesehen, wie krass der Matthias Clemens ihm vertrauen konnte. Oh Mann, Mois. Monate später haben wir uns bei Tim und Nico in Stuttgart getroffen, der war schon gar nicht mehr bodenständig, der war schon am Fliegen wie auf Koks, ich schwöre, sag, guck mal, für Follower ich habe, guck mal, wie viele Likes ich habe, guck mal bei Kollege im Verhältnis zu mir, weil Kollege war immer so ein Dorn im Auge, glaube ich, so. Kollege hat im Verhältnis zu mir weniger Likes und das Vergleich. Weil Mois hat den krassen Hype damals. Das ist ein Fakt, okay? Das ist ein Fakt. Dann, Anfang 2020, einfach der Beweis. War Mois bei mir im Lager, der hat mir hier ein Setup aufgebaut in meinem Haus, in meinem alten Haus. Ich habe aber dafür gesorgt, dass ein ich sage extra keinen Namen, weil das ekelhaft ist, ein Familienmitglied von ihm in Trier operiert wird, weil er
nicht hinbekommen hat oder aufgrund seines Ausweises diese Person nicht konnte operieren lassen in Bottrop oder was, keine Ahnung, wo der gewohnt hat. Die Rechnung für Krankenhaus, wofür ich gebürgt habe, hat er natürlich nicht bezahlt. Kripo kam nachher zu mir mehrmals. Ich habe ihn nicht gezinkt, aber ich musste immer mich mit der Kripo rumschlagen. Korrekt, Mois, du bist ein feiner Kerl. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Und zu diesem Zeitpunkt, ich schwöre bei Gott, macht er zwei Leute, die gerade über ihn reden, ich will die nicht ficken, ne? Ich habe nichts gegen die. Die sind neutral, alles cool. So, nicht, dass ihr denkt, ich will euch ficken. Ich bringe euch nur als Beispiel, ich nenne jetzt euren Namen nicht, weil ich will, dass ihr euren Respekt behaltet. Der hat zwei Rapper, die gerade über ihn reden, so zum Hund von mir gemacht. Voicemails geleakt. Der hat die so zum Hund gemacht, da ich dachte, es Tag voilà, wie ist der drauf, der Typ? Also ich dachte mir als Christ, es Tag voilà, was nicht ganz passt, aber egal, habe ich gesagt, wie ist der denn drauf, so? Der chillt doch den ganzen Tag mit denen so. Wie kann der die hier so zum Hund machen, Voicemails zeigen, dies, das? Und da ging es um Leute, die nice or scheiß mit ihm gemacht haben so. Oder mit ihm Videos gedreht haben so. Da er kein Name-Dropping macht, machen wir das einfach. Er redet hier sehr, sehr wahrscheinlich von C9G und Manuelsen. Das sind die einzigen beiden Rapper, die ich im Kopf habe, die regelmäßig bei Mois waren und auch nice or scheiß mit am Start. Ich meine, nicht mal Resto, es geht um zwei Rapper so. Ich werde den Namen nicht nennen, ich will noch 0,0 habe ich was gegen die. Ich habe auch bei diesem Scheiß mitgemacht, ich sag das ehrlich. Nicht, ich will auch nicht bei den Blasen so, ne? Also auch an euch beide. Ich blase nicht bei euch gerade, aber ich will disse euch auch nicht. Ich erzähle dir nur die Geschichte, um Mois auch mal aufzuzeigen. Der hat so schlecht über die geredet und mit Argumenten auch. Der zeigt so Voice, guck mal hier, der eine sagt so, der andere sagt so. Der bringt so Argumente halt, wieso ich die auch scheiße finden soll. Ich bin aber so ein bisschen so verwirrt, weil ich denke mir so, guck mal, der sitzt doch jeden Tag mit den beiden. Jeden Tag. Wie kann der bei mir so schlecht reden? Auf meine Frage hin, wieso er so schlecht über die redet, kann natürlich selber antworten, immer, wir sind Brüder, die beiden nicht, die nutzen mich auch nur aus, ich nutze sie auch aus. Weiter geht's, pass auf. Und ich bin ja nicht dumm, jemand, der bei mir schlecht über andere redet, habe ich den auch im Verdacht. Ich dachte mir schon, das ist ein ganz komisches Verhalten. Ganz komisch so. Aber ich dachte mir auch noch, der ist bei Sek Plus, ne? Der ist auch wichtig für Sek Plus, diesen Zeitpunkt war der stark. Du chillst hier mit dem, so, ich habe sein Kind kennengelernt, seine Familie, so, ja, vielleicht mit den beiden, vielleicht sind die beiden wirklich im Unrecht so. Und dich mag er wirklich so. Und diese Show, er scheißt auf jeden, aber wir sind hier, du bist mein Sponsor und wir sind hier eine Gang und wir werden Sek Plus noch ganz groß machen. Vielleicht meint dieser Film ja trotzdem ernst, weil er ein bisschen da ist, so, ne? Dann aber kommt der Knackpunkt, Leute. Und das zeigt jetzt einfach den Knackpunkt, wieso jeder, der gerade recht hat. Und dann bringe ich euch noch einen Knackpunkt, wie Bushido, dass Bushido ein Idiot ist, dass er nur mit Mois gesessen hat. Dass Bushido der größte Trottel auf Erden ist, dass er mit Mois nur gesessen hat. Diese beiden Beispiele bringe ich euch. Und dann habe ich Moritz geholt, das ist mein bester Freund, und habe gesagt, kannst du Mois mit nach Hause fahren ins Ruhrgebiet? Ich muss schlafen, ich habe zwei Tage nicht geschlafen. Mois und ich haben zwei Tage zusammen durchgemacht, okay? Und deshalb habe ich zu Moritz gesagt, kannst du nach Hause fahren. Ich habe Mois vorher nicht gesagt, dass Moritz mein engster Vertrauter ist. Ich habe Mois vorher nicht gesagt, dass du Moritz tausende vertrauen kannst. Ich habe Mois vorher nicht gesagt, dass Moritz mein bester Freund ist, der eh alles von mir weiß, okay? So. Für ihn war Moritz einfach nur ein Freund von mir, der ihn fährt. Als dann kam Moritz zurück und meinte zu mir, Matthias, guck mal, pass mal auf bei diesem Mois, der ist brandgefährlich so. Der hat vor mir, obwohl er nicht weiß, wie ich in der Hierarchie bei dir stehe, so, über zwei Rapper, mit denen er jeden Tag chillt, so ekelhaft geredet, mir Voicemails vorgespielt, der wird dir auch Unrecht tun, so. Ich dachte mir, boah, krass, der hat das vor dir gemacht. Das war für mich natürlich so ein ausschlaggebender Beweis, so. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ganz gefährlich, diese Mois. Ganz brandgefährlich. Und dachte mir immer nur, der macht das doch bestimmt bei jedem, deswegen wundere ich mich jetzt auch, dass ich das hier sagen muss, der macht das doch safe bei jedem bestimmt auch über mich, okay? Dachte ich mir, wieso chillt jeder weiter mit dem? Weil ich, auf alles im Leben, war das mein letztes Treffen mit Mois. Danach war ich nur noch Sponsor. Ich war nie mehr im Keller zu Besuch. Wieso? Ich hatte diese Sachen im Kopf. Ich dachte, wenn der die Leute fickt, die ganzen Tag mit ihm essen, die mit ihm zu Palava fahren, so, dann fickt er mich auf jeden Fall. Abstand gehen. Du musst auf Abstand gehen. War so, das war Anfang 2020, dann kam der Lockdown, Corona, und ich hätte jeden Tag im Keller fahren können, habe ich schon nicht gemacht. Und dann haben alle abgegangen. Ich hätte voll davon profitiert. Ich wollte nicht mehr als Person Matthias Kiebitz und Mois profitieren, weil ich zu viel Furcht hatte, dass er mich fickt. Sehr, sehr gute Einstellung von Matthias, muss man hier an der Stelle sagen. Ist auch genau richtig. Jemand, der nur am Lästern ist über andere, der wird auch über euch lästern. Von daher, lasst mal dieses Lästern sein. Vielleicht war das der alte Mois, vielleicht ist er heutzutage nicht mehr so, wir wissen es nicht, aber wir wissen zu 100%, er hat hinter sich einen Leichenberg gelassen, um dahin zu kommen, wo er in seiner Prime war. Ist zu hoch geflogen, ist sehr, sehr tief gefallen, versucht jetzt wieder hochzukommen, wird aber nicht so einfach, denn er hat sich sehr viele Feinde gemacht und die Leute mögen keine Hinterhältigkeit. Ganz einfache Kiste. Okay, wenn er mein Sek-Plus-Geschäft fickt, sein Sponsoring-Deal, was er später gemacht hat, dann habe ich einen kleinen Schaden, aber keinen großen Schaden. Aber wenn ich mit jetzt allen vor der Kamera sitze und ich zerfleischen alle irgendwie gegenseitig, dann ist mein Image am Arsch. Und ich habe mir gedacht, okay, die anderen müssen es eigentlich checken, dann lässt er doch bestimmt auch über die Leute. Wenn er es nicht bei euch gemacht hat, tut mir leid, dann seid ihr in den Scheiße geraten. Bei mir hat er es halt gemacht, das beweist nur, er ist schon ein ekelhafter Mensch, ein sehr ekelhafter Mensch. Jetzt noch zwei Beispiele, die zeigen, dass ich recht habe. Ich habe danach Abstand von Mois gehalten, so, aber respektvollen Abstand. Sek Plus ist weitergelaufen, ganz normal geschäftlich. Ich bin aber nie zum Keller gefahren. Nie, weil mir das zu viel Show schon war. Zu viel Tam-Show. Ich hätte hinfahren können, reich hätte sammeln, Klicks sammeln. Für die Figur Matthias Clemens wäre das Bombe gewesen, aber ich wollte nicht, weil ich da schon einen Abtörner drauf hatte. Ach, scheiße, das Essen bestellen ist mit 10, egal. Essen wir heute nichts. Und auf jeden Fall, was hat diese Hände bei mir hängen geblieben so?
Ich hatte 12.000 Euro, hat Mois bei mir offen noch. Die hätte Mois bei mir abposten müssen, weil ich das Haus bezahlt habe. Hat er nie gemacht. Er hatte so 30.000 Euro offen, hat so 18.000 Euro abgepostet, so, muss man sagen. Das hat er schon noch gemacht. Aber 12.000 Euro hat er offen gelassen, weil er muss immer irgendwo reinscheißen, so. Sonst gäbe es die Storys ja auch gar nicht. Und dann hat er die Krankenhausrechnung für Trier, die für seine Familie war, nie bezahlt, obwohl die seine Familie gerettet haben. Und ich hatte jede Woche die Kripo im Haus, weil das Krankenhaus mir dann die Kripo geschickt hat, weil ich der Bürger war. Okay? Ekelhaft. Dann noch eine Sache, die ich am Anfang vergessen habe. Mois hat immer zu mir selber gesagt, ich, also er, wäre ein Psychopath und er nimmt die Menschen nur aus. Und er hat so einen ausgewählten Kreis von Leuten wie mich und noch zwei, die er mag. So, Maestro hat er auch immer zum Hund gemacht. Von Anfang bis Ende war Maestro ein Hund für ihn. Er hat immer zu mir gesagt, ich konnte Maestro nie leiden. Ne? Ich mochte Maestro nie. Ich hasse Maestro heute. Er ist ein ekelhafter Typ. Ich habe immer zu Mois gesagt, dieser Maestro geht mir auf den Sack, oder der ist ekelhaft so. Also vor 2020. Was schleppst du denn mit? Ah, scheiß auf den, der ist ein Kind. Wir brauchen den, Tritrat, Tolala, selber Film. Aber wichtigste Nacht ist, der hat mich einmal angerufen nachts und sagt zu mir, Bruder, ich bin so ein Star geworden, aber ich bin so dreckig geworden. Ich glaube, ich bin Bushido. Ich glaube, ich bin wie mein Erzfeind Bushido. Ich glaube, ich bin zu Bushido geworden. Ich glaube, ich bin das geworden, was ich hasse. Das hat er nachts zu mir gesagt. Ich habe nicht viel dazu gesagt, wieso. Ich wusste deine Telefonate auf. Ich habe nie viel geantwortet, von mir kann er keine Mitschnitte haben. Krass, dass Mois das selbst gesehen hat. Ich habe ja in vorangegangenen Videos gesagt, die sind 1:1 vom Charakter her gleich. Mit dem Unterschied, dass Bushido sich sein Gehirn nicht weggeballert hat mit massenweise illegaler Substanzen. Er ist noch relativ klar im Kopf, hat aber diese narzisstischen und auch hinterhältigen Züge. Hat auch einen Leichenberg hinter sich gelassen, aber war irgendwann verbrannt. Das ist halt das Endresultat. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt Leute verarschen. Irgendwann kommt es ans Tageslicht und dann bist du am Ende. Meistens bist du aber da schon an der Spitze gewesen und hast deinen Profit rausgeschlagen. Und Mois, genau das gleiche mit dem einzigen Unterschied, dass er sich halt mit Droge über die Hälfte seiner Gehirnzellen, so wie es aussieht, weggeballert hat. Weil ich war smart. Ich habe immer gedacht, haha, dieser Junge, der nimmt alles auf. Niemals eine Aussage treffen, die dich belasten könnte, die du gar nicht so meinst. Das muss ich auch noch dabei sagen. Ich hatte so einen Respekt vor dem Jungen. Also nicht Respekt auf Straße oder Respekt auf Beef. Ich würde den zerfetzen in der Welt. Das weiß er ja auch ganz genau, dass ich krank bin und wie ich bin. Und er will auch die Storys nicht haben. Aber ich hatte immer Respekt vor mit ihm reden und ihm vertrauen. Weil der Junge hat alles aufgenommen. Immer zu mir gesagt, du bist ein Dummkopf, dass du nicht aufnimmst. Deswegen habe ich immer verschachtelt geredet so. Dass er, egal über wen er gesetzt hat, egal über welchen Rapper, ich gar nichts dazu gesagt habe. Damit ich da raus bin aus der Sache. Kopf haben, ne? Aber diese eine Nacht so, wo er vorher schon zu mir meinte, im Gespräch mit der Fibo, ich bin ein Psychopath, ich bin voll der Psychopath. Aber er hat auch mal gesagt, er kann einen töten mit einem Tritt und so eine Scheiße. Er hat viel Scheiße. Aber diese Nacht, mich anrufen und sagt, ich bin zu Bushido geworden, Matthias. Scheiße, ich bin zwar ein Psychopath, aber ich bin nicht wie Bushido. Und jetzt bin ich so ein Megastar, ich bin jetzt zu Bushido geworden, ich bin zu dem geworden, was ich hasse. Peinlich, peinlich, das mit dem Telefon zu sagen, vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Und jetzt mit Bushido zu sitzen und Bushido einen zu blasen, für einen nice Scheiß mit ihm zu machen. Meine Meinung zu Mois, haut rein, verfetzen in der Welt. Kurze Sicherstellung, weil er, falls jemand Scheiße labert, ich habe vorhin den Namen Kollege und Fahrrad einmal erwähnt. Er hat nicht im Lager über Kollege und Fahrrad so schlecht geredet. So. Ich habe aber einmal gesagt, dass er was schlecht über Fahrrad gesagt hat. Das will ich genau erklären, weil gerade mit Fahrrad und Kollege bin ich cool. Das soll nichts aus dem Kontext rutscht sein. In der Zeit, wo ich mich mit Kollege und Fahrrad getrennt haben, also wie wir gerade uns ein bisschen so nicht verstanden haben, uns getrennt haben, das weiß ja eh jeder, hat Mois gesagt, Matthias, du bist ein Hund, wenn du dich zurücknimmst, so, wenn du dich mit denen verträgst. Ich habe mich aber mit denen vertragen und ich bin trotzdem kein Hund. So. Ich will das nur klarstellen. Die beiden Rapper, die er gelästert hat, sind Menschen, die ich persönlich kenne, aber die von mir entfernt sind und Fahrrad und Kollege hat er mich kritisiert. Wenn du dich irgendwann verträgst, dann bist du ein Spaß, dies, das, du bist im Recht, bla bla bla, tridalo. Aber ich habe an diesem Tag, das war bei ihm im Garten, wieder was über Fahrrad und Kollege kommen lassen, er konnte nicht über die Lästern bei mir und ich habe ihm auch gesagt, wenn ich mich vertrage, vertrage ich mich und ich habe mich am Schluss auch vertragen. Nur jeder hier versteht, dass diese beiden Rapper, die da von ihm niedergemacht wurden, nicht Fahrrad und Kollege sind, bevor hier eine Fitness zwischen uns dreien steht. Und um Mois nicht zu groß zu machen, der kann nicht zu sagen, du bist ein Hund oder ein Spaß, das hat er nicht so gesagt, sondern er hat einfach zu mir massiv auf mich eingeredet, mich niemals mit Fahrrad und Kollege zu vertragen und ich habe massiv zu verstehen gegeben, wenn ich mich irgendwann vertrage, vertrage ich mich und ihm massiv zu verstehen gegeben, dass das Problem nicht so groß wie er denkt, aber momentan einfach kein Kontakt besteht. Und später haben wir uns getroffen, vertragen und das war schon die Story und das ist alles doch schon Jahre her. So, nur damit das klargestellt ist. Eigentlich geht es um den Anfang, aber weil einmal der Name Fahrrad und Kollege einmal gefallen ist, muss ich das hier perfekt klarstellen, weil ich kenne das Internet, hier wird viel aus dem Kontext gezogen. So, und das war jetzt die ganze Geschichte über Mois und wer jetzt noch denkt, dass Mois irgendwo im Recht ist, der muss komplett behindert sein. Ey, Ruth, du kleinwüchsiges Opfer, was redest du für eine Scheiße? Ich habe in einem, nicht mehr seine Seiten, nie. Was machst du da für einen Film? Soll ich dich mal komplett zerstören? So, du hast niemanden zerstört. So, du hast doch nicht Bushido zerstört. So, jeder lacht über dich mit deinen 50 verschiedenen Videos. Ich habe in einem Nebensatz erwähnt, dass du dich blamiert hast mit deinen 5000 Euro. Die Geschichte ging über Mois, nicht über dich. Ich habe nicht über dich geredet. Und ich schuld dir einen Scheißdreck. Du bist ein Abzocker. Du hast mit Malik damals irgendwelche Filme gemacht, wolltest 17.000, 18.000 Euro haben. Und Malik hat noch gesagt, weil Malik ist ein Wichser, aber ein schlauer Wichser, lass uns Roos die Hälfte geben. Roos macht nur Fitner da draußen. Aber Roos ist natürlich eine Abzocke. Du wolltest eine Lifestyle mit mir machen, hast damit geschissen bekommen. Du hast die Werbung nicht geschissen bekommen. Du hast noch selber zu mir gesagt, ich habe nichts gemacht. Aber Malik hat auch nichts gemacht. Und wolltest doch von mir Geld haben, du bist ein Abzocker, du bist genauso... Damit ihr das kurz versteht, das ist jetzt ein Zusammenschnitt von all diesen Streams und Aufnahmen, die er getätigt hat. Das erste wurde gepostet, da hat er ja kurz über Roos geredet, Roos hat darauf reagiert und ist wohl auf ihn geplatzt, in Anführungsstrichen. Er platzt jetzt auf Roos aufgrund des Platzens von Roos auf ihn.
Ich glaube, ihr versteht das. Vollidiot wie Mois, so. Lass mich nicht über dich reden. Lass mich nicht auf dich explodieren mit deiner Scheiße, weil ich einen Satz gesagt habe. So, braucht auch kein anderer kommen, so. Bevor ich auf dich explodiere, dann mache ich mal eine Story über dich. Dann ist dein Image im Arsch. Und du bist ein Vollidiot. Wenn ich über Mois rede und in einem Seitensatz erwähne, wieso ich Mois kontaktiert habe, durch die Absage bei dir, weil du freche Nachrichten schreibst, was machst du einen ganzen Twitch-Stream über mich? Ey, ich ficke dein Leben. Ich schwöre, ich ficke online dein Leben, sobald ich richtig online bin. Ich ficke dein Leben, du Abzocker. Du wolltest Sekt Plus abziehen, sonst gar nichts. Guck mal, du Fotze. Ich bin in meinem ganzen Leben, hab ich noch keinem was schuldig geblieben. Das weiß jeder. Du bist 1000 Leuten was schuldig geblieben. Richtig, dass Bushido dein Ticket nicht bezahlt hat. Mit deiner Rumheulerei. Bushido hat mein Ticket nicht bezahlt. Ich hab alles für dich bezahlt. Essen, Trinken, Fahrt, Hotel. Guck mal, du kommst aus... Okay, das ist gerade heftig, wie schnell das jetzt ausgeartet ist. Und ihr wisst, Matthias Clemens, wenn er sich einmal festbeißt irgendwo, dann zieht er auch durch. Nichtsdestotrotz, er war die letzten Jahre jetzt sehr, sehr inaktiv. Vor allem seit dem Tod seines geliebten Hundes, muss man sagen, ist er sehr krass untergetaucht. Es gab eine Zeit, da hat er wirklich aktiv für Schlagzeilen gesorgt, hat auch krasse Shitstorms losgetreten für diverse Leute da draußen. Ich erinnere mich noch zurück an diese Tim Gabel Inscope-Thematik und Matthias ist schon stark, wenn er will. Nur jetzt diese 2-3 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, dass er untergetaucht ist mäßig, hat man nichts von ihm gehört und die Leute haben halt vergessen, wozu er in der Lage sein kann, wenn er will. Vielleicht hat er auch gar keinen Bock auf sowas, aber ihr merkt, er lässt sich halt Sachen nicht direkt gefallen und ballert auch direkt los. Vielleicht kommt jetzt seine aktive Zeit auch wieder. Das mit dem Hotelzahlen, Einladen, hier und da und tralala, so ist genau richtig, so wie er das da sagt. Denn der hat die Firma, wenn eine Firma einen Influencer einlädt, muss er sich halt um alles kümmern. Beziehungsweise muss der Besitzer der Firma sich um alles kümmern. Du kamst aus Essen, du warst Expo Köln, ich hab dir ein 5-Sterne-Hotel geholt. Stimmt oder stimmt nicht? Ich bin ein Hurensohn, wenn ich lüge, Bruce. Du Fotze, was kommst du mir von der Seite? Was mischst du dich ein, ja? Was mischst du zwerglich ein, wenn ich Mäuse erwähne? Was mischst du dich ein, du Fotze, du undankbarer Schwanz? Du bist ein undankbarer Schwanz, ich schwöre bei Gott, ein undankbarer Schwanz bist du. So, und Kurzversion mit dir, du abgebrochener Gartenzwerg. Kurzversion. Expo, 5-Sterne-Hotel, du, exklusiv, hatte keiner gehabt, nur du, mit deinen hohen Ansprüchen. 1,50 groß, aber Ansprüche, als wärst du 2,50 Meter groß. Red nicht über mich, du Fotze. Du kotzt mich richtig an gerade. Ich schwöre bei Gott, lass mich kein Fass auf dich aufmachen. Du wolltest Sekt Plus abziehen. Und Malek, so ein Idiot wie der ist, hat dir die Hälfte des Geldes gegeben, dir steht nichts zu. Ja, Rack stand dir zu, einen aufs Maul zu bekommen müssen. Macht mir doch nicht bei dir, weil du nicht behindert bist, aber weil du halt Nachteile hast. Ich will das Wort nicht sagen, weil das ist alt. Ich bin nicht wie ihr. Ich mach nicht diese Filme mit, die Bushido mit dir gemacht hat. Ich mach das nicht, aber lüg nicht. Junge, wie explodiert der gerade da auf Roos? Was hat Roos denn gesagt? Das haben wir uns gar nicht reingezogen. Müssten wir eigentlich noch machen. Vielleicht noch separat in dem Video. Aber ey, Bro, das ist unnormal, wie der hier gerade abgeht. Ich schwör mich. Komm nicht, ich hab mein Wort gebrochen oder ich hab Leuten sein Geld nicht bezahlt. Ich hab dir Geld bezahlt, obwohl du gar nichts kriegen müssen. Hätte die Geschichte niemals geöffnet, weil du ein Abzocker bist. Auf Aminos Grab. Wort hat Malik zu mir gesagt. Wort hat Malik zu mir gesagt. Wir sind jetzt verkracht, der wird das bestätigen. Was er gesagt hat, wenn nicht, ist er auch ein Bastard. Ist er eh, aber ist ein richtiger Bastard. Ich sag das jetzt wortwörtlich. Guck mal, Roos, du Schwanz, nochmal, dass du meinen Namen im Mund nimmst, ich schwöre, ich bin nicht Bushido. Ich bin ein anderes Level bei diesem Livestream. Gegen Bushido hast du auch verloren, das ist peinlich, was du machst. Nochmal, Maliks Worte, 1:1, danach liegst du bestimmt, ich bin eigentlich krank, natürlich noch kränker. Du kotzt mich an, Roos. Maliks Worte, 1:1. Roos hat das verkackt und ich hab das verkackt. Eigentlich hat Roos kein Geld verdient, aber Roos, 2019, 18. Roos ist der größte Fitnermacher in Deutschland. Matthias gibt ihm wenigstens die Hälfte des Geldes, obwohl er nichts getan hat und nichts verdient hat. Roos wird so eine Fitner gegen dich machen. Das ist nicht mehr, das ist schlecht für Sekt Plus, außer natürlich alles. Schlecht fürs Geschäft. Deswegen, Roos, hast du überhaupt was bekommen, wenn es an mir ginge? Für diesen Lifestyle-Deal, bis heute keine Dosis verkauft. Du hättest einen Schwanz bekommen und ich habe noch nie einen nicht bezahlt. Ganz Rap-Szene weiß, von den Kriminellen bis zu normalen Gangster-Rappern oder Rappern, dass ich noch nie einen abgezogen habe, die heute immer korrekt bezahle. Red nicht so eine Scheiße, du bist die größte Fitnermacher und Strippenzieher der Rap-Szene, das weiß jeder. Weißt du, was du mal zu Fahrrad gesagt hast? Du hast mal zu dem gesagt, womit Flair Beef war und die sich versöhnt haben. Ah, Matthias, pussier ich jetzt bald. Ich sag, Flair soll für den Werbung machen. Dann ist der Matthias pussiert. Guck mal, du Gartenzwerg. In der Welt, wo ich groß geworden bin, du denkst, weil du aus Essen kommst, bist du auch ein Tamgangster. Nein, bist du nicht. Du bist einfach nur aus Essen, sonst gar nichts. Und pussieren, du mich pussieren, dafür muss die Welt noch neu erfunden werden. Dafür musst du aber noch dreimal in Essen groß werden, um mich zu pussieren. Auch wenn ich nicht aus Essen komme, so. Ich weiß eh nicht, diese Stadt, meine Stadtfilme gehen mir auf den Sack. Weißt du, meine? Komm, kotzt mich richtig an. Jetzt muss ich was liegen, was Fahrrad mal zu mir gesagt hat, aber schwöre, du kotzt mich an, Bruce. Ich rede über Mois. Ich sag einen Satz über dich, nicht mal dein Schlimm. Außer, dass du meine freche E-Mail geschrieben hast und ich stelle mir einen neuen Reporter brauche und du platzt hier auf mich, ich platz bald auf dich und geh mich auf den Sack. Und wenn irgendjemand aus deinen Reihen von deinen Leuten jetzt irgendwas sagt, ich schwöre, ich schließe jeden von euch, juckt mich nicht. Aber jetzt leg ich mich hin, weil ich bin krank. Es war voll dumm ausrasten, aber du bist eine Fotze. Ein Dieb und ein Fitnermacher. Und das war schon immer, das weiß die ganze Rap-Szene und sonst gar nichts. Okay, da hat sich noch einer ins Spiel mit eingeklinkt. Nicht, dass er jetzt in Zukunft auf einmal zur Bösemann-Front wechselt. Mit den Konsorten dort. Und ja, die Lager werden immer größer. Ne? Die Fronten verhärten sich. Das ist echt heftig geworden. Jetzt in den 9 bis 10 Jahren, wo ich YouTube mache,
habe ich so eine Situation noch nicht erlebt. Weißt du, was du bist, Ruth? Du bist eine Mogelpackung, getarnt in einem Studentenkostüm. Du bist so richtiger Straßenpossierer, Gauner, Gangster, aber nicht von den korrekten Gangstern, den stabilen, so von den dreckigen, kleinen, räudigen, weißt du, was ich meine? So, die beim Bubble Coke sogar die Hälfte nur verkaufen. So einer bist du, nur du bist getarnt als Student, so. Deine Optik ist Student, dein Mindset ist abzocken um Ecke, so. Dein Mindset ist Bahnhof stehen und Mädchen das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist dein Mindset. Nur du siehst aus wie ein Student, das ist dein Glück. Red nie wieder mit mich, du. Schön, du kotzt mich voll an. Vorher einen Satz über dich, du machst da einen Twitch-Live für mich, obwohl du komplett im Unrecht bist bei der ganzen Geschichte zwischen uns, die ich niemals erwähnt hätte, weil die gar nicht redenswert ist. Die ist nicht redenswert. Niemand schuld, Sekt Plus hat noch niemandem Geld geschuldet und dir erst recht nicht, du Idiot, mit deinem, ich mach kein Interview unter 5000. Das hat doch nicht Toxic gesagt. Guck mal, das habe ich eben noch gesagt. Du hast das gesagt. Du hast nur auf den Toxic, auf diesen gemacht, die schien das auf den deutschen Film, sonst gar nichts. Du bist ein Politiker, du bist der größte Strittentier der Rap-Szene und du hast die meisten Schadreien ausgelöst. Bei Dings. Guck mal, wir schreiben so viele Leute, ich will deine Scheiße gar nicht gucken, weil du bist der letzte Idiot und Vollidiot. Du warst schon zu Hip-Hop der größte Fitnermacher, so. So. Bushido hat nicht ganz Unrecht gehabt mit dem ich mache, der kennt ihr mehr. Du warst auf Fitner programmiert. Das hast du hinter den Kulissen zugeben. Dafür haben wir gelacht, alle. Das wissen alle. Soll keiner abstreiten. So. Dass du auf Fitner aus warst. Seit du Twitch machst, machst du nur Fitner so. Und deine 100 Videos gegen Bushido, ich hab Bushido gefickt. Der Einzige, der Bushido gefickt hat, ist der Richter. Sonst niemand. Der Richter in Berlin beim Prozess hat Bushido gefickt. Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber du hast niemanden gefickt. Du bist einfach nur ein kleiner Hampelmann, der auf seinem Spiel die ganze Zeit ausringt. KuchenTV hat dich rasiert. KuchenTV hat dich zerstört. 1000 YouTuber haben dich zerstört. Deine eigene Psyche schon so angeknackst, dass wenn du nur einen Satz bekommst von mir, der nicht mal so negativ gemeint war, du auf mich platzt. Damit platze ich richtig auf dich. Du Pisser. Geh schlafen, du Pisser. Keine Ahnung. Rauch dir einen Joint. Komm runter. Komm klar auf dein Leben, du Schwanz. Guck mal, du Affe. Ich guck deinen Stream gar nicht. Ich schwöre auf Aminos Grab hier. Du weißt, Amino, wie wichtig der mir war. Wichtiger als jeder Mensch, der im Leben wichtig war. Ich gucke deinen Stream gar nicht. Ich lese das aus den Kommentaren der Leute, die mir schreiben, als ob ich deinen Scheißstream gucke. Nochmal, du bist auf Twitch ein Hampelmann. Du hast auch noch niemanden zerstört, auch nicht Bushido, hast du nicht, nur das Gericht hat Bushido zerstört, so du nicht, du bist einfach nur eine Marionette von jeder, alle die mit dir abhängen, hängen mit dir ab, weil die wissen, du machst gut Fitner und hintenrum machst du links, rechts, tralala so, weißt du, ich meine so, du, ich weiß auch nicht, was du denkst, dass du Pate geworden bist oder irgendwas, dass ich eine Story durch, willst du mich verarschen oder was, guck mal, nochmal, auf meine Mutter, auf meinen Vater, ich gucke deinen Stream nicht, er juckt mich nicht, du bist mir zu unwichtig, auf meine Mutter, auf meinen Vater, ich werde das hier nicht löschen, so, verstehst du, was ich meine, so, und du hast angefangen, wenn du den Ball wirfst, wie du frech, wie du die ganze Zeit im Internet bist, so, ich habe mir einen verjunkten Streams, hab ich nicht geguckt, ja, wo du dich probiert hast, komplett verjunkt in deinen Streams, Augenringe, KuchenTV hat dich komplett gefickt, das hab ich geguckt, ja, aber jetzt gerade, ich gucke hier. Guck mal, ich guck deinen scheiß Stream gegen mich nicht mit Handy, ich guck dir noch nicht nachträglich. Und das zeigt mal wieder, wie tam dumm du bist. Jeder weiß, dass ich Streams, wo ich erwähnt werde, nicht disse, weil ich dafür keine Beherrschung habe. Ich lasse die immer gucken so. Das heißt also, ich lasse mir von Followern berichten, was du sagst. Das müsstest sogar du wissen, der schon mit Videos gedreht hat. Aber du bist einfach zu dumm. Du bist einfach zu dumm. Deswegen hast du auch gegen alle Reaction-YouTuber verloren so. Du hast jeden Beef, den du online hattest, verloren so. Du hast keinen gewonnen. Und nochmal, wie gesagt, ich bin bei dem Prozessausgang der Meinung, dass der Prozess richtig ausgegangen ist. Aber darauf hattest du kein Einwirken. Hattest du nicht. Natürlich hast du gegen Bushido geredet. Aber du hast nirgends drauf eingewirkt. Der Richter hat entschieden. Der Richter hat die Sache zugemacht und Bushido gefickt. Du hast Bushido nicht gefickt. Du hast ihn nicht gefickt. Du hast einfach nur Reporter gespielt. Mehr gar nicht so. Da können wir auch, egal welche anderen Reporter holen. Du bist ja niemand. Du zerstörst gar keinen und du machst auch gar nichts und keiner löscht was wegen dir, Luis. Kein Mensch auf der Welt. Guck mal, Luis, jetzt fahr dann, schau das mal runter. Du bist ja niemand, ein Versager, ein gar nichts. Du hängst mit Millionären ab und das macht dich krank so. Du hast jetzt seit 10 Jahren, aber du hast nichts auf die Kette bekommen. Weil du ein Schnorrer bist so. Du musst Millionäre interviewen und bist auf die neidisch so. Jetzt bist du wahrscheinlich schon neidisch für mich, obwohl ich nicht mal Millionär bin, was du aber gar nicht verstehst in deinem Kopf, weil du damals die Kalkulation mit dem Haarwachs auch nicht verstanden hast. Und jetzt geh bitte nicht mehr auf den Piss. Ich schwöre bei Gott, du bist auch nicht der Pate. Keiner löscht wegen dir eine Story. Und nochmal, alle Reaction-YouTuber haben dich gefickt. Und du hast Bushido 0,0 gefickt. Bushido ist 10-mal so erfolgreich wie du. Der Einzige, der Bushido richtig gefickt hat und wo das Bushido seinen Erfolg verlieren wird, ist der Richter in Berlin. Nochmal. Weil der hat entschieden, und das glauben die Deutschen, das glauben die Zuschauer. So. Und ich sag sogar ehrlich, ohne bei irgendjemandem zu blasen, der hat zu Recht entschieden. Ich glaube Bushido auch nicht so. Aber ich mache auch keine 50 Videos gegen Bushido, wo ich mich zum Hampelmann mache, wenn er auf dem Boden liegt. Das ist auch kindisch, Bruce. Das ist auch kindisch von dir. Weißt du, was ich meine? Das ist total kindisch, weil du hast einfach deine Rachsucht da wegen deinen Interviews und irgendwas in deinem Neid, den du auf jeden hast, so. Und du bist auch nicht für Gerechtigkeit so. Du hast einfach ein persönliches Problem mit Bushido gehabt und hast diesen Prozess einfach genutzt für Clickbait. Sonst gar nicht. Ja, aber ich glaube, das bestreitet der Russ ja auch gar nicht. Und am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen. Natürlich machen wir Videos aus Rachsüchtigkeit. Natürlich machen wir unsere Maschera auf irgendwelche Leute, weil wir ein persönliches Problem mit denen haben. Nicht, weil wir denken, ja, das ist Gerechtigkeitswillen. Also wenn wir uns über jemanden lustig machen. Und Bushido hat sich ja auch lang genug über Russ lustig gemacht gehabt. Russ ist irgendwann geplatzt und hat eine Vendetta gestartet. Da bin ich zu 100% bei Russ. Hat er richtig gut gemacht, habe ich ja auch oft genug gemacht. Und am Ende des Tages ist das so unsere Art und Weise, sachenmäßig auszutragen. Ah, nichts, du wolltest einfach nur Klicks machen, so. Du bist auch nicht auf der Seite von der Gerechtigkeit, so. Du bist einfach auf der Seite von Klicks, so. Und Gerechtigkeit hat nur der Richter gesprochen. Und du hast 1000 Mal gesagt, du hast Bushido gefickt. Bruder, lass mir den Prozess beiseite. Wo ist Bushido? Wo bist du? Bushido sitzt in Dubai, hat Millionen gemacht, sogar danach noch, obwohl er gefickt wurde tatsächlich, obwohl er am Boden lag. Du sitzt immer noch in deinem gammeligen Twitch-Raum, gehst allen auf den Sack und wurdest von KuchenTV, weil ich Kuchen auch cool finde eigentlich, von KuchenTV gefickt. Du wurdest von Steak, glaube ich, schon gefickt. Welche Reaction-YouTuber hat dich nicht gefickt? Wer hat dich nicht gefickt? Und jetzt kommst du zu mir
und sagst, du was löschen oder ich soll aufhören. Oder du hast doch angefangen. Du hast doch den schlafenden Löwen geweckt, du Penner, du Idiot. Und nochmal, du hast noch niemanden gefickt in deinem Leben so. Noch niemanden, noch gar keinen so. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Frau gefickt hast. Würde mich wundern auf jeden Fall, wenn du das schon gemacht hättest. Ich habe schon mal viel mit einer gesehen im Zimmer, aber wahrscheinlich habt ihr einfach nur einen Kaffee getrunken. So, hau rein. Guck mal, Gartenzwerg, ich mache jetzt Live-Reaction auf die Kommentare, die ich bekomme. Du sagst, dein Geld, was ich der Schule kriegst du auch, dann gib mir 9.000 Euro zurück. Du Affe, du kleiner Affe. Nochmal, die abgemachte Summe, deine eigenen Worte. Ich bin ein Hurensohn. Ich schwöre, erschieß mich neben Aminos Grab, wenn ich lüge. Ich erschieß mich selber neben Aminos Grab, wenn ich lüge. Du hast selber gesagt, ich habe meine Leistung nicht erbracht, aber Malik auch nicht. Du wolltest diesen Film machen. Malik hat nichts gemacht, du hast nichts gemacht. Matthias, gib mir Geld. Hä? Nur weil Malik nichts gemacht hat und nichts geschissen bekommen hat, was halt seit 2019 so war, die sind ja so rausgeflogen oder haben wir auch Streit, und du nichts geschissen bekommen hast, hast du trotzdem kein Geld verdient. Und dann hat Malik noch, weil Malik ist auch ein Tam-Politiker, ein Schlauer, und damals war er noch auf 6 Plus Seite, dir Geld gegeben, weil er wusste, du machst sonst Fitner. Heißt also, du hast schon mehr Geld bekommen, als der Zuschnitt, also hätte ich gerne mein Geld zurück. Bring mir mein Geld zurück, statt noch mehr zu fordern, wenn du über Hack redest, du Affe. Du willst 6 Plus zu 6 Plus Schmutz machen, du Affe. Als ich Mois für die Exo 2018 geholt habe, du warst am Heulen. Matthias, das war doch toxisch mit der E-Mail. Hol mich doch zur Expo. Oder du warst am Blasen, dass wir dich da hinholen. Du warst am Blasen. So, wenn wir noch mehr eine Expo machen, wirst du wieder blasen. So in deinem kleinen vergammelten Twitch-Raum da. Oder du hast doch 6 Plus nie mit aufgebaut. Das hast du auch schon mal. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Matthias, wo bleiben meine Pakete? Ja, du siehst, ich bin gerade fleißig am Trainieren. Ich bin aktiv geworden. Und ich brauche Proteinpulver. Ich brauche Booster. Ich brauche alles. Das volle Programm. Und du weißt, wenn ich Werbung mache, dann mache ich richtig Werbung. Da kann dir der Datteldealer hier an der Stelle nochmal kurz Werbung für den Bruder ein Lied von singen. Und das muss man ja auch fairerweise sagen, so einer wie der Datteldealer zum Beispiel, das sind so Menschen, mit denen kooperiert man richtig, richtig gerne. Weil man macht Werbung für die. Ich habe auch vom Herzen sehr, sehr viel und sehr gerne Werbung gemacht, weil die Datteln einfach geil sind. Und im Übrigen mit dem Code MASDAKO kriegt ihr 15% Rabatt. Und was hat er gemacht? Er hat sehr, sehr viel über meinen Code Datteln verkauft. Sehr, sehr viele. Hat bei mir halt dementsprechend viele Hoodies bestellt. Für die Mitarbeiter, für seine Neffen etc. Was auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Und wenn ich sehe, Leute sind korrekt und die gönnen vom Herzen, dann kriegen die auch von mir vom Herzen Werbung dementsprechend. Ich habe gesagt, wer bist du, wenn das Fahrrad und Kollege sagen würden, okay, tamam, würde ich dir noch Hack geben, das ist ja wirklich so. So, die wurden immer bezahlt, also bin ich auch theoretisch nicht schuldig, aber ich bin denen immer dankbar und sie sind auch immer meine Freunde. Wieso? Die haben sich Klusen aufgebaut. Die AZHs, die haben sich Klusen aufgebaut. Jupp, hat sich Klusen aufgebaut. Gibt's Leute, ja, aber du bestimmt nicht. Was hast du gemacht? Du kamst zu jeder Expo, damit wir das auch mal hier rauskriegen. Hiphop.de hat für jedes Interview Geld bekommen. Ich musste für Hiphop.de Interviews Geld bezahlen. Roos hat die Menschen nicht kostenlos interviewt. Das heißt, da wurde auch vieles getrickst und gelogen von Roos. Roos ist ein Lügner. Genauso klein wie du bist, so verlogen bist du auch. Guck mal, ich liege ganz Hip-Hop. Ich schwöre bei Gott. Bruce, mach nicht diese Filme auf mich. Du weißt ganz genau, eigentlich bin ich ein ganz anderes Level. Ich weiß gar nicht, woher du diese Eier nimmst. Nur, weil, vielleicht hast du ein paar krasse Leute um mich rum und denkst, du kannst es auf Straßen erklären. Werde ich aber nicht zulassen. So, wirst du auch nicht machen. So, da musst du mich erschießen. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Ganz Hip-Hop.de. Hip-Hop hat dich ausgenutzt, so. Dein gestelltes Video bei Chromotion. So peinlich. Wo Hasche dir Geld gegeben hat, damit du Chromotion bewirbst. So. Guckt euch dieses Video an, Leute. Bruce mit Chromotion. Als bezahlte Werbung. Roos macht das nicht kostenlos. Roos tut, als wenn er massiv kostenlos interviewt mit einem Startup. Okay, massiv zu machen, aber trotzdem, es ist nicht kostenlos. Hajia, der Dicke, der da sitzt, den kannst du auch nicht beleiden, hat dafür Geld bezahlt. Ich selber, guck mal, ich leake mich doch selber. Ich musste Geld bezahlen dafür, dass Roos auf der FIBO Kollega interviewt. Obwohl das für hiphop.de auch Klicks bringt ohne Ende. Ich musste auch für Fahrradinterviews Geld bezahlen. Das ist ein Fakt. Hiphop.de, von Roos 50% geleitet, war nie eine unabhängige Plattform. Du hast dort Geld bezahlt für Interviews. Außer große Rapper for Releases haben kein Geld bezahlt, weil Roos bei denen blasen musste. So, und bei mir hast du auch geblasen, damit du auf die Expo kannst, noch ein bisschen Geld kriegst. So. Und nochmal, du hast bei der Expo auch schon zu viel Geld bekommen. So, weil du hättest auch von Köln mit nach Essen einen Zug fahren können, mit einem heimfahren können. Es waren viele Leute aus Essen, Sicherheitsleute aus Essen. Wieso hast du ein 5-Sterne-Hotel bekommen von mir? Geschenkt, Belesch. Nur das Hotel, 4 Tage, hat mich für dich bestimmt 2.000 Euro extra gekostet. Hätte ich dir gar nicht bezahlen müssen. So. Ich war korrekt zu dir. Du warst unkorrekt zu mir. Du hast mich abgezogen bei Havax. So. Ich habe nicht drüber geredet. Aber Nils hat das sogar vergessen. Du hast mich heute darauf gebracht. Du bist ein Abzieher. Du hast mich abgezogen. Beziehungsweise Malik war so schlau. Guck mal, ich lobe sogar Malik, dass er sich hat von dir abziehen lassen, weil er wusste, zu diesem Zeitpunkt brauchten wir dich noch. Und du bist ein Fitnermacher. Du machst immer Fitner. Erzähl den Leuten doch, was du über die Leute, pro die du redest in deinen Streams, was du hinter dem Rücken erzählst. Soll ich das erzählen? Soll ich direkt auspacken? Soll ich jetzt am Anfang deines Beefs schon direkt meine Geheimwaffen ziehen und sagen, was du über die Leute redest, so? Du Heuchler, so?
Soll ich direkt auspacken? Soll ich mal auspacken? Also Matthias, wenn ich mit der Habax machen soll, ne, dann kannst du aber nicht mit den Azetas arbeiten. Die haben mich auf der FIBO nicht richtig beschützt. Lass mich nicht reden, Ruth. Lass mich nicht reden. Und bei Gott, ich habe wegen Ruth bestimmt nicht die Azetas gekündigt. Bestimmt nicht wegen Ruth. Oder mich mit den Azetas gestritten, deswegen, und die haben auch nicht deswegen gekündigt. Ich will nur ein Beispiel bringen. Ein Beispiel. Wie er Fitner zwischen mir und Azetas machen wollte, so. Ein Beispiel. Weil er auf der FIBO angeblich nicht beschützt wurde. Wovor denn beschützt wurde? Erzähl doch mal, Ruth. Erzähl mal, bevor du beschützt werden solltest, so. Versteh ich gar nicht. Wofür brauchst du Schutz? Wir sollten Abo und Obmann dich beschützen als Person. Versteh ich gar nicht. Was für ein Film hast du da gefahren? Erzähl doch mal Background-Infos, so. Was redest du die ganze Zeit? Hä? Guck mal, Ruth, jetzt wirklich letzte Story. Ich bin richtig krank, ich hab Grippe und ich muss eigentlich nach Köln, so. Da kannst du mich ja dann suchen, kommen. Ich poste jeden Standort öffentlich. Alles öffentlich, wo ich bin, so. Und haben mich zu Hause, weil ich krank bin, so. Ich bin krank geworden. Ich werd morgen nach Köln fahren, jetzt hab ich mich irgendwann mal wieder verschoben, weil ich krank geworden bin. Deswegen letzte Story über dich, halt besser deine Fresse. Du kannst über mich gar nichts Negatives sagen. Du kannst Sekt Plus nicht zu Sekt Plus Schmutz machen, weil du keinen Schmutz von mir hast. Ich habe so viel schmutzige Unterwäsche von dir. Lass mich nicht auspacken. Ich werde dich ficken, sonst, ne? Auf TikTok oder YouTube. Aber mein heutiges TikTok habt ihr ja schon gelöscht, so. Weil ihr Löwen seid, so. Weil ihr Löwen seid. Und dann werden Leute wie Kuchen für uns Stay darauf reagieren. Und die werden dich nochmal hops nehmen, weil die dich nicht leiden können. Weil du für alle Versager bist du. Du bist Twitch-Versager Nummer 1, so. Ich bin ja froh, dass du ans Mikrofon kommst mit deiner Größe, so. Ich schwöre bei Gott und ich beleidige auch übel, weil du aus dem Nix, aus Neid ein Beef mit mir startest, so. Und woher du deine kleinen Eier holst, die eh nicht groß sein können, weiß ich eh nicht, so. Und ich beleidige so oft, ich will, ich sage, was ich will. Und ich habe vor dir habe ich wirklich weniger Respekt als für jeden. Komm mal, bloß nur eine Story mit dem Koks, ne? Ich habe in den letzten 10 Jahren so viele Tabletten gefressen, oder so viel kannst du dir gar nicht leisten, du Heckenkönner. So, ich schwöre bei Gott, kannst du gar nicht bezahlen. So viele Tabletten, die ich gefressen habe, kannst du gar nicht bezahlen. Aber Koks habe ich letztes Mal gezogen mit 17 Jahren. Danach war ich in der Ballerburg, weil ich nicht mehr klar auf mein Leben kam. Und auf Aminos Grab, dem habe ich keinen Gramm Koks gezogen. Wer ist so, würde ich zugeben. Habe ich Tabletten genommen, letzten 10 Jahre habe ich. So, habe ich Alkohol getrunken die letzten 10 Jahre, 2 Mal. Habe ich Testo gespritzt, jede Woche, alle 4 Tage. Nehme ich Wachstumshormone, mehr als du Heckenpinner dir leisten kannst. Nehme ich Koks, nein. Würde ich Koks, würde ich zugeben? Ja, würde ich machen. Wieso? Ich bin mit Matthias Clemens, ich gebe alles zu. Was ich meine? So. Und noch was, Ruth. Nee, komm, den hebe ich mir noch auf, so. Du Heckenpinner. Du Affe. Und keiner ruft irgendwen an. Komm, du, wenn du was von mir willst, Villa Scharazad, Trier oder Rebel aus Köln. Salam alaikum. Du kleiner Penner. Die Leute sagen, du liest meine Storys durch, dann bitte mach Werbung für mich. Blas mir ein. Hier, Sekt plus Bad Balsam. Dafür wolltest du 18.000 Euro haben, hast aber nie Werbung gemacht, wolltest trotzdem Geld haben, wie so ein Abzocker, wie so ein Straßenpenner, wie so ein Stricher. So du Hund, jetzt mach Platz, indem du Werbung machst. Hier, wenn du jetzt meine Story durchgehst und diese Dose zeigst, dann bist du ein Hund und hast gerade Platz gemacht. Ich mach dich zum Hund, du kleine Fotze. Hier, Sekt plus in deine Fresse. Wahrscheinlich verschieben wir mit Haarwachs mittlerweile im Monat mehr als du mit deinen Fütschen in 3 Jahren. Penner, mach Werbung, mach Platz, Platz, Platz. Mach Werbung, du Penner. Nimm deine Werbung. Oder ich hab kurz geguckt, Luz, du Zwerg, wie die dich zum Hampelmann machen. Guck mal, nur Kuchen-TV. Wie der dich gefickt hat, hat er dich gefickt. Luz, die Wahrheit, Luz, Doppelmoral. Luz, Distrik hab ich gerade reingeguckt, die haben dich komplett hops genommen. Bruder, die sind halb so alt wie du, die haben dich gefickt. Guck mal, wie du aussiehst wie ein Opa. Guck mal, der Junge ist keine Ahnung, 25, 26, jetzt wie ein Baby auf dem Arm. Du siehst aus wie so ein Baby-Opa, wie so ein Zwerg-Opa. Dann hier was mit Jason, dann hat er dich ja noch mal gefickt. Dann wurdest du noch mal komplett zerstört. Bruder, wer hat dich nicht gefickt? Hier hast du wieder vor Gericht gewonnen. Ja, Bushido ist ein Zinker, du bist ein Ehrenmann. Du gehst auch vor Gericht. Du bist ja genauso ein Ja, Freunde, ihr seht, es war nicht ganz so geil. Das kann noch ganz, ganz eklig werden, da viele dieser Leute, ich unter anderem auch, sehr, sehr viel Insiderwissen haben, was diese Szene betrifft. Und es muss nur ein einziger ausrasten, eine Grenze überschritten werden. Dieses Insiderwissen kommt ans Licht und ihr werdet komplett schockiert sein, wie ekelhaft diese ganze Szene agiert, wie viel Fake dahinter steckt und wie wenig ihr von all dem glauben könnt, was da passiert. Ich bin zum Glück nicht ganz so involviert wie die ganzen anderen, aber man kriegt hier und da auch mal was mit. Und ja, auch einer der Gründe dafür, warum ich so abgeneigt bin gegenüber allen Parteien. Naja, aber so viel zu unserem heutigen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real. Denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.